Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Tja, heute nochmal ein Erweiterungsvideo zum Thema LED-Licht. Ich glaube der Marcel kann da nochmal was zu sagen. Genau, es sind viele, viele Unsicherheiten unterwegs. Wir bekommen auf dem vorletzten Video haben wir viele, also auf dem ersten Video zum Einbau zu Osram, haben wir viele Kommentare gelesen. Wir haben jetzt einen Gästebucheintrag, wir haben E-Mails bekommen, bei Facebook wurden wir angeschrieben. Also wir haben viele teilweise böse Kommentare, muss man schon sagen, aber die ignorieren wir. Denn wir gehen mal auf die Sache drauf ein. So viel Unsicherheiten, darf man die Osram Nightbreaker H7 LED beim Fernlicht einbauen, ja oder nein? Ja, beim Ducato, beim Jumper und beim Boxer. Wir reden hier rein um diese drei Modelle, um nichts und anderes. Und immer dazu gesagt, Originalbeleuchtungssysteme. Also das heißt, die originalen Scheinwerfer sind verbaut. Keine aus dem Zubehör und auch keine, irgendwelche Design-Dinger oder sowas. Tuning-Teile gibt es ja auch alles. Ich meine, finde ich auch schick und sieht auch gut aus. Aber das ist alles original und das ist wichtig. So, und jetzt stelle ich ganz einfach die Frage, Stefan. Ja. Sind diese Lampen erlaubt? Die sind definitiv erlaubt. Es sagt einmal die ABG. Und zwar vom Kraftfahrtbundesamt. Das sind die, die das freigeben. Die haben das zugelassen. Nur mal das dazu. Und geprüft hat das Ganze der TÜV. Und zwar der TÜV Süd, wenn ich mich noch richtig erinnere. Und da haben wir entsprechend jetzt. Wir blenden euch das ein. Das ist einmal das erste. Dort steht es für den Citroën Jumper M1, N1, N2 mit den jeweiligen Fahrzeugtypen. Genau. Und das Fernlicht und Abblendlicht wird ganz hinten gezeigt, ob es für Abblendlicht oder für Fernlicht oder für beides. In dem Fall sind bei beiden ein Zeichen drin, nämlich für A und für F. Genau, wir haben euch das ja eingezeichnet. Gleiches gilt für den Fiat Ducato M2, N1, N2. Auch dort nochmal. Für euch mal als Beispiel, da drüber ist ein Alfa Romeo Giletta. Da steht zum Beispiel nur ein A. Da darfst du nur das Abblendlicht nehmen. Selbiges beim Boxer M1, N1 und N2. Auch da nochmal dasselbe beim 308er M1. Da darfst du nur das Abblendlicht, dort ist es Abblendlicht und Fernlicht. Ist also eindeutig beschrieben in der ABG. So, des Weiteren haben wir natürlich nochmal weitergelesen. Wir haben auch noch auf der Internetseite geguckt, weil wenn man sich die Dinger kauft, dann weiß man das natürlich nicht, was in der ABG steht. Verstehe ich, alles gut. Dort steht auf der Internetseite auch eingetragen für Abblend und für Fernlicht. Also in der Konformitätsliste ist das auch aufgeschrieben. Genau. Und dann haben wir drittens gemacht. Wir haben das Facebook-Team von Osram persönlich angeschrieben. Was sagen die denn dazu? Genau, das wird auch jetzt gerade eingeblendet. Hi, das ist unabhängig vom Fahrzeugmodell. Auf Osram LED-Check kannst du die Modelle auf ihre Komplettität prüfen. Danach habe ich nochmal nachgefragt. Gut, da steht bei euch bei Fiat Ducato Abblendlicht und Fernlicht, also beides erlaubt. Und da die klare Antwort beim Ducato ja. Genau. Also liebe Leute, ihr dürft das Fernlicht nehmen, soweit ihr da eine H7-Birne natürlich drin habt. Das ist Voraussetzung, sonst geht's nicht. Es gab halt viele, viele Kommentare, die sehr, unhübsch geschrieben waren, wo wir halt dann auch gedacht haben, Mensch, es ist ja nicht schlimm, wenn man vielleicht was gerne sagen möchte oder sowas. Aber es ist halt auch so, wenn wir das dreimal nachlesen und wenn wir das dreimal kontrollieren und wir sagen, mir steht es in der ABG drin, weil ich vermute, dass die Leute, die uns da diese Kommentare schreiben, leider nicht das Video bis zum Ende sehen. Somit können sie es auch nicht wissen oder was auch immer. Aber Leute, wenn ihr falsch informiert seid, dann tut mir bitte den Gefallen, nichts schreiben, weil es ist definitiv erlaubt. Beziehungsweise, dann würde es uns brennend interessieren, schickt uns die Quellanzeichen, wo drin steht, dass das nicht erlaubt ist, dass sogar die Fahrzeugzulassung erlischt. Die Fahrzeugzulassung erlischt in dem Moment, wo es nicht in der ABG aufgeführt ist. Und da es ja aufgeführt ist, erlischt die auch nicht. Also gut, ich sag's mal so, wer unsicher ist, ist auch kein Problem. Der muss die Dinger ja gar nicht verbauen, von daher ist das Thema ja auch ganz gut. Aber dann braucht man auch nicht drüber diskutieren oder sagen, dass wir das total falsch machen. Also solche Kommentare,
die bringen niemanden was, ganz ehrlich, weil die bringen weder den Leuten, die das Ding haben wollen, noch den Leuten, das verunsichert nur. Und es ist definitiv so, sie sind erlaubt. Das so. Dazu. Zum Thema Beispielsachen etc. oder Fazit. Wir wissen noch nicht, ob die wirklich top sind oder nicht. Also die paar Fahrten, die wir gemacht haben, waren wirklich gut. Und da war das Licht tausendmal besser als die Halogen. Genau, das muss man sagen. Und wir haben, ja, wir haben kein Video gedreht, wie sie waren mit Halogenlicht. Das haben wir einfach nicht gemacht, weil wir nicht verreisen durften. Aber wir haben auf unser, allein auf das Thumbnail ist es zu sehen, links mit H7, rechts mit dem LED. Also mehr konnten wir da nicht machen. Es sieht man eh auf dem Video nicht gut. Das ist definitiv so. Wir sind keine Profis. Wir wollen es euch einfach, wir haben euch nur gezeigt, wie man das einbauen kann. Wir haben euch noch ein paar Wissenswerte erzählt. Genau. Und das Video ist jetzt das letzte zum Thema, ist es erlaubt oder nicht erlaubt? Das nächste Video, was es zu diesen Lichtern gibt, ist dann ein Fazit, wie uns das gefallen hat, weil wir haben noch ein paar Sachen, was so Winter angeht und so weiter. Das werden wir alles erstmal austesten. Mhm. Momentan sind wir zufrieden. Das sollte aber mal gesagt sein. Genau. Ihr seid jetzt recht sicher, ihr dürft sie einbauen. Wenn ihr diese Modelle habt, alles andere bitte guckt nochmal nach. Alle Links haben wir auch in der Videobeschreibung reingepackt. Und nochmal ein Tipp, wenn ihr euch unsicher seid, fragt bei Osram nach oder geht auf die Internetseite, informiert euch darüber. Da stehen auch sämtliche Informationen. In diesem Sinne, bleibt vor allem uns gewogen, bleibt gesund, allzeit gute Fahrt bei erhelltem Licht und wir sehen uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.